Richtig geraten, eine HD-auflösende Folge von Pokémon Gelb gibt es mal wieder, richtig. Und ja, ignoriert einfach die Pixel. Es gibt hier auch sowas wie Pixel. Ja, die sehen hässlich aus. Na und, damals war das halt in meiner Kindheit normal, dass es sowas wie Pixel gab und keine Rundungsberechnungen oder sowas in der Richtung. Das waren noch richtige Pixel. Oh, hi Radikal. Ich brauchte eh noch ein Pokémon. Wollte ich erwähnen, ich brauche noch ein Pokémon. Richtig, hallo Radikal nochmal. Schande. Was setze ich jetzt ein? Wuppi? Okay. Komm, geh nicht drauf. Okay. So, jetzt muss ich einfach mal versuchen, ein paar Pokébälle auf dieses Ding zu werfen. So, eins und... Hyperzahn dürfte einiges abziehen. Ah! Meine Güte. So, wir werden nochmal einen Pokéball werfen. Jetzt ist es deutlich geschwächter. Mhm. Ja, aber es klappt nur fast. Ruckzuckhieb, der wird auch enorm Schaden machen. Sollte mich noch ein Hyperzahn treffen, ist Tauboga besiegt. So, Tauboga kommt in die Petrouille. Sollte mich irgendeine Attacke von Radikal treffen, ist mein Tauboga besiegt. Und das wird wahrscheinlich jetzt der Fall sein. Ups, Tauboga wurde besiegt. Wir setzen das nächste Bombe ein. Wir werden es mit Diktri versuchen. Ich habe noch 10 Pokebälle. Und... Radikal wurde gefangen. Like a Boss. Und Pokédex-Eintrag, bitte. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Wusste ich ja gar nicht. Nö. Ich hätte es jetzt einfach Wasserratte nennen können. Aber nein, so gemein bin ich natürlich nicht. Ah, Schaufler kann ich nicht einsetzen. Warum auch nicht? Ja. Zerschneider. Der liebe Zerschneider. So, jetzt muss ich in Diktas Höhle. Kann ich hier mit dem Fahrrad fahren? Bitte kann ich hier mit dem Fahrrad fahren. Oh nein. Aber im Untergrundfahrt kann ich mit dem Fahrrad fahren. Und weiter geht der Spaß. Okay, ich höre auf zu singen. Meine Stimme ist grausam beim Singen. Ihr wollt ja nur qualitative Let's Play-Kommentare hören. Ich glaube, der häufigste Text in diesem Spiel heißt, Name steigt auf das Fahrrad. Ah, ich sollte Shiki holen, ne? Ja. Ding, ding, ding. Möchtest du Shiki einen Spitznamen geben? Nö. So, haben wir das auch erledigt? Ich will jetzt aber nur ins Pokémon-Center meinen Pokémon heilen. Ja, ich will ja wieder ein Date mit Schwester Joy haben, ja. Ich stehe heimlich auf sie, aber dürft ihr nicht wissen. Und Shanaira, ja, das darfst du auch nicht wissen. Guck einfach starr geradeaus weiter. Boah, das war voll die High-End-Animation, oder? Das mit dem Kopfbeugen. Ne? Irgendwas Animiertes, Hauptsache hier. Aber dieses Kopfbeugen, das blieb sehr lange erhalten. Ich kann mich erinnern sogar... Ich glaube, das ist eins der charakteristischen Merkmale von Schwester Joy. Eigentlich wollte ich Schutz einsetzen. Aber passt auf, es kommt trotzdem Pokémon. Das ist das Coole an Schutz oder irgendwie auch das Blöde an Schutz hier in der ersten Generation. Also ich verstehe die Funktionsweise von Schutz in der ersten Generation nicht so ganz. So, hier war irgendwas, glaube ich, oder? Ist hier nichts? Das ist ja langweilig. Hm. Der Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Hingenommen und akzeptiert. Den Zerschneider anwenden. Na, du hattest, glaube ich, auch einen guten Tausch hier, ne? Hat er wollten Pipi und gegen Pantimos. Ich habe einen Pipi. Ich könnte also Pantimos haben. Also, wenn ihr wollt, dass ich Pantimos trainiere, boah, sei hiermit angenommen. So. Ich bräuchte erstmal einen Zerschneider natürlich. Boah.
So, jetzt gibt's hier diesen tollen Pfad und ich habe 10 Pokémon gefangen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5 Blitz. Also Pokémon Tutorial, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Wow, du hast 11 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Dö-dö-dö-ding, VM5. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Orte erhellen. Das bringe ich aber jetzt nicht Pikachu bei, Leute. So, dann gibt es hier noch 2 Items. Ja, KP Plus, warum nicht? By the way, wenn ihr KP Plus einsetzen solltet in der ersten Generation und euer Pokémon ist besiegt und erhält 1 KP, wird das Pokémon wiederbelebt. Deswegen, es ist immer sinnvoll, in der Pokémon-Liga KP Plus dabei zu haben. So blöd es klingt, braucht ihr weniger Geld ausgeben. Naja, falls KP Plus überhaupt noch eine Wirkung zeigt. Welcher Pokémon hat wenig KP? Ja, Victri. Wird noch als Gesundheit angezeigt, also als Gesu ist gestiegen, aber es sind die KP damit gemeint. So, hier gibt es noch einen Mondstein. Ich glaube, Top-Adder gab es hier unten noch, ne? Ne, den gibt es nur in der anderen Generation, in der dritten Generation. So, Schaufler geht. Oh, Mann. Muss ich hier doch radeln? Okay. Meine Güte, jetzt muss ich da wieder zurückradeln. Weltreise wegen Blitz, ey. Eine halbe Weltreise wegen Blitz. Und wie gesagt, das Angebot mit Pantymos steht, ne? Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich Pantymos trainiere, bitte, sei nun gesagt. Ach, Pantymos kann den Legator erlernen. Oh, ups, ich habe einen Schutz vergessen einzusetzen. Prompt kommt ein Dick da. Wenigstens kann es nicht die Fähigkeit auswegslos. Das wäre in der Höhle enorm nervig jetzt noch. Was ein Glück, gibt es noch keine Fähigkeiten. So, wieder Schutz eingesetzt. Wenn Pokémon auftauchen sollte, es wird wahrscheinlich Diktri sein. So, hier ist schon die Treppe. So, jetzt heißt es erstmal eine ganze Runde radeln. So, Officer Rocky, hallo. Der Schutz wirkt nicht mehr. Mann, du blöde Stimme im Hintergrund, sei ruhig. Wer hat uns da angesprochen? Wer hat uns da angesprochen mit der Schutz wirklich mehr? Och nein, jetzt habe ich einen Schutz im Untergrundpfad eingesetzt. Nein, ich wollte gar keinen Schutz einsetzen hier. Mann. Mann. So, wieder radeln. Oh, meine Güte. Was eine halbe Weltreise hier. Ja, das ist halt doof, ne? Wenn man kein Fliegen hat und was vergisst, geht man gleich eine ganze Folge drauf. Ja, toll. Das war der unnötigste Schutz, den ich jemals in dieser Folge eingesetzt habe. Beziehungsweise eigentlich in dem ganzen Spiel bis jetzt, ne? So, Zerschneider, zack, Busch weg. Busch weg, ja. Jetzt ist Obama dran, ne? Das war ja ein richtiger Flachwitz. So, ja, runter. So, jetzt muss ich Magnetilo aus der Box rausnehmen und Pipi ablegen. Oder obwohl, wartet mal, ich glaube, Pipi kann auch Blitz erlernen, oder? Piep, piep. Ah, das macht noch gar kein Piep, piep. Okay, Pipi erlernt Blitz. Gut. Gut, dann der Pokémon Center Aufenthalt leider beendet. Schwester Joy! Oh, okay. Okay, nicht geizig werden hier, ja? Der Autor muss hier noch neutral bleiben. Zumindest bis zur Pokémon-Liga, dann können wir was mit Schwester Joy ewig schon was. So, wir setzen Blitz ein. Und prompt wird es hell. Oh nein, ich habe nur noch 4 Schutz. Oh, das wird lustig. Gut, wir sind wegen gar nichts hierher gegangen. Auch schön. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Okay. Pokémon-Jack, den gibt es verhältnismäßig selten. Eher in Höhlen. So wie hier. Dragosu kann Konorme Rang und einige andere Bodenattacken. Sollte uns eigentlich nichts ausmachen, gegen Dragosu zu kämpfen, auch wenn das ein bisschen länger dauern könnte. Weil Dragosu hat wirklich enorme Verteidigungswerte in der ersten Generation. Ja, das ist halt, wenn es weniger Pokémon gibt, ne? Dann muss es halt auch irgendwelche anderen Pokémon geben, die stark sind.
So. Meistens ist es so, dass die Pokémon der neuesten Generation immer die stärksten sind. Auch bei Schwarz und Weiß ist mir das durchaus aufgefallen. Aber Flegmon, auch sehr lange ein starkes Pokémon gewesen. Wie ihr seht, Windstoß zieht kaum was ab. So, jetzt muss ich tatsächlich wechseln. Das ist ja elend. So, zum Glück schlug die Attacke fehl. So, der Donnerblitz wird eingesetzt. Tja, und das überlebt Flegmon nicht. Siege den Pokémon Maniac! Game Over! Ich würde ja aber nie ein Game Over Screen in der ersten Generation sehen. Das ist ein Glück auch. So, der nächste Trainer. Der zeichnet liebend gern Pokémon. Und hat Flegmon Level 25. Wir testen mal gleich nochmal einen Windstoß aus ohne Heule. Und ihr seht, es macht nicht wesentlich mehr Schaden. Und das heißt, wir wechseln wieder zu Pikachu, Leute. So einfach geht das ja nicht in der ersten Generation. So, Pikachu kriegt volle Kanne eine Kopfnuss ab. Headbutt. Oder sowas von. So, das ist sehr effektiv. Komm, Flügelschlag. Ja! Was ein geiles Ding. Ist das dann endlich Flügelschlag? Ja, bitte, um Gottes Willen. Sandwirbel. So, ich kann endlich Flügelschlag einsetzen. Meine Güte, das war eine Geburt, ey. So. Ja, ich bin auch erschöpft. Aber von Tauboga und Flügelschlag. So, Glutex so vor. Obwohl das eigentlich noch nicht so klug ist, ne? Weil viele Gesteins-Pokémon auch in dieser Höhle drankommen. Ich sollte mal versuchen, vielleicht die Pfade zu vermeiden, die ins Nichts führen, weil ich habe nicht viel Schutz. Ich habe noch 2 Schutz. Und dann kommen nur noch Pokémon. Das wäre schlecht. Oh nein, in Lavandia gibt es gar kein Pokémon. Doch, in Lavandia gibt es einen Pokémon-Markt. Ha! Ich hätte mich beinahe vertan. In Lavandia gibt es einen Pokémon-Markt in der ersten Generation. Und auch in der zweiten Generation, oder? Gibt es in der zweiten Generation einen Pokémon-Markt? Jetzt muss ich mich mal wirklich fragen, gibt es in der zweiten Generation einen Pokémon-Markt in Lavandia? Ich glaube, nein. Da ist doch dieses komische Ding da unten, wo der Pokémon-Markt ist. Stimmt, rest in peace, old Pokémon-Markt location. Nee, old Pokécenter location. Ah. Aber in der vierten Generation gibt es, glaube ich, einen Pokémon-Markt in Lavandia. Das ist merkwürdig. Aber in der zweiten Generation nicht. Ach, ich bin vergiftet. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Nein, jetzt kriege ich auch noch... Vorsicht! Es gibt einen Bug bei Igelsamen. Und zwar, wenn ihr schwer vergiftet sein solltet durch Toxin, zieht Igelsamen exakt so viel ab wie die Toxinvergiftung. Seid bitte enorm vorsichtig, wenn ihr eine Toxinvergiftung habt. Igelsamen kann richtig übel werden. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Nein! Hyperheiler! Oh oh. Oh. Das ist schlecht. Ja, ja. Ich würde mal sagen, Glutex so AD, ne? Nein, jetzt ist das vergiftet. Und nein, das ist nicht die Luschi-Variante, wo dann bei einem KP Schluss ist. Das Pokémon geht drauf. Ja? So. Ich weiß gar nicht, warum das eingeführt worden ist mit Pokémon hat 1 KP. Schwachsinn irgendwie. Naja. Blumanda besiegt. Auch ein Dragosso kommt zum Einsatz. Und ihr schätzt Dragossos Knochenrang nicht. Der kann echt übel sein. Und das zieht mindestens die Hälfte der KP ab. Okay. Ich nehme alles zurück. Ach, es war nur Knochenkeule. Es war nur Knochenkeule. Nicht Knochenrang. Knochenrang hat wesentlich mehr abgezogen. Zerschneider hat, glaube ich, eine hohe Volltrefferquote. Bis jetzt hat man von Zerschneiders hohe Volltrefferquote nicht viel gesehen. So, ich habe ein vergiftetes Glutexo. Ist natürlich nicht so toll. So, und in der nächsten Folge werden wir gegen diesen sympathischen Wanderer hier oben kämpfen.
Und ja, ich würde mal sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, favorisiert diese oder liked diese. Ich würde mich enorm darüber freuen. Ich verabschiede mich recht herzlich hier an dieser Stelle und sage bis denn, Servus und Tschüss.